Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal und heute zu einem sehr besonderen Video und einem sehr informativen Video, würde ich sagen. Denn einerseits habe ich mir endlich meinen Grail gekauft. Ich habe mir endlich nach langen, langen Suchen endlich diesen kleinen Traum, sage ich mal, erfüllt. Und so habe ich nämlich einen Schuh gekauft, den ich schon sehr, sehr lange gesucht habe, nie gefunden habe, der sehr, sehr teuer ist, ich ihn endlich für einen halbwegs guten Preis gefunden habe und den will ich euch auch gar nicht vorenthalten, deswegen wird er auch in diesem Video gezeigt. Und auf der anderen Seite habe ich noch ein paar Sachen, die ich euch noch nicht gezeigt habe, die ich mir in der letzten Zeit gekauft habe. Besonders sind es Hosen, wo die Nachfrage geisteskrank hoch ist. Jo Jan, welche Hose ist das? Welche Hose ist das? Welche Hose ist das? Welche Hose ist das? Und diesmal werde ich euch die Hose von meinem Instagram-Bild zeigen vom letzten, wo die Nachfrage sehr, sehr hoch war und die Hosen aus meinen Stories, wo immer sehr, sehr viele gefragt haben. Denn, ja, jetzt weiß ich, welche Hosen es sind, jetzt kann ich es euch sagen. Und deswegen, ja, will ich es euch auch gar nicht vorenthalten. Bevor ich euch aber zeige, was in diesem wunderschönen Karton drin war, habe ich noch ein paar andere Sachen, die ich euch ganz kurz zeigen möchte. Und zwar habe ich nämlich ein großes Paket von den Jungs von Vesench bekommen. Wir hatten einmal hier dieses weiße Shirt, hat einen mega, mega entspannten Fit, kann ich euch auch hier mal einblenden. Finde ich wirklich sehr cool. Hat einen nicen boxy Oversize Fit mit langen Ärmeln, finde ich wirklich geil. Auch vorne diesen Print mit diesem Vesench in diesem, ja, wie kann man das, das sieht aus, als wären das so Äste. Finde ich sehr cool, ist gut gelungen und das wäre einmal das erste Shirt. Gab es auch noch einen Hoodie, der ja sehr basic ist. Dort ist einfach Vesench einmal eingestickt, also es ist fein gestickt, nicht irgendwie geprintet oder so. Auch in einem coolen Fit, ist sonst sehr basic, ist nichts drauf, hat aber auch einen nicen Fit und nice Quali, kann ich auch hier mal einblenden, Fitpick. Ja, ist auch sehr nice. Zu guter Letzt hätten wir eine Cargo-Hose, die ich auch wirklich mega, mega geil finde. Ist aus einem etwas dickeren Stoff, das heißt, ja, jetzt besonders für die kalten Tage ist die wirklich sehr gut geeignet. Hat oben einen Gummibund, das heißt, die passt jedem. Und halt, wie gesagt, jede Cargo-Hose. Einmal hier Cargo-Taschen, man kann auch den Bund unten individuell selbst verstellen, wie man es haben möchte. Und sonst auch eine coole Cargo-Fitpick kann ich auch hier mal einblenden. Und ich wäre ja nicht ich, ne? Wenn ich nicht einen Rabattcode für euch hätte. Und deswegen gibt es mit dem Rabattcode JanXCB, wie ich auch auf Instagram heiße, könnt ihr auch natürlich gerne reinfolgen, 10% auf eure Bestellung. Ja, es gibt clean 10%, die man gerne mitnimmt. Deswegen checkt Vesench auf jeden Fall aus. Link dazu ist in der Beschreibung. Und ja, dann hat mich auf spontan noch ein Paket von Melis erreicht, wenn man es erkennen kann. Ist auch eine junge Brand, die bei mir sogar aus der Gegend kommt, deswegen support ich es auf jeden Fall gerne. Und das Paket ist auch noch nicht ausgepackt, ihr könnt sehen, es ist noch komplett neu. Ich habe es nämlich gestern erst bekommen und dachte mir, ich pack's für das Video aus, deswegen weiß ich auch überhaupt nicht, was drin ist. Also ich habe mir halt Shirts ausgesucht, die ich am besten fand, aber jetzt noch irgendwie, ihr könnt es hören. Da ist noch irgendwas anderes drin, deswegen habe ich keine Ahnung, Und ich würde sagen, wir packen das Ganze einmal aus. So, Messer kommt weg. Und wir packen das Ganze. Aha. Ach so, okay. Boah, das ist nice. Das habe ich. Ach, das war das, was so die ganze Zeit geraschelt hat. Wir hatten hier nämlich einmal. Das war mal eine nice Idee. Ja, wir hatten hier einmal einen Melis Clothing Energy Drink mit Instagram und so weiter. Alles verlinkt, wenn man das erkennen kann. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Idee. Habe ich auch noch nie gesehen. Wird auf jeden Fall. Ich probiere es jetzt. So, der ist zwar jetzt warm, aber. Jo, kann man machen. Kommen wir jetzt zum wichtigen Inhalt. Und zwar hatten wir nämlich einmal, ja genau, wir hatten zwei Shirts, die einmal so in so einem Papier verpackt sind, mit so einem Melis-Sticker. Packen das Ganze einmal aus und dann kommen uns auch hier einmal diese Shirts entgegen. Und da muss ich auch sagen, finde ich wirklich sehr, sehr nice. So, hier hätten wir einmal die schwarze Variante mit diesem Melis-Print und diesen ja, blau-weißen Blitzen. Diese Blitze finde ich wirklich sehr geil. Hat eine nice Optik und auch von der Qualität macht es echt was her. Denn das Besondere ist, jetzt passt auf, es ist 100% alles made in Germany. Also, wann findet ihr eine Brand, die komplett made in Germany ist? Aber das ist alles komplett made in Germany und deswegen auch Quali und so weiter. Alles sehr, sehr on point. Dann machen wir noch einmal das Weiße auf. Das hier nämlich einmal die weiße Variante. Ist genau dasselbe, nur eben in Weiß. Ja, kann man wenig sagen, es ist halt genau dasselbe, nur in Weiß. Auch mit blau-weißen Blitzen, beziehungsweise hier noch so mit ein bisschen mit Grau. Ich kann euch hier mal ein Fitpick einnehmen, dann könnt ihr sehen, wie die Sachen fitten. Ich habe hier eine Size M genommen, bei 1,82. Ich bin mal gespannt, wie die ausfallen. Das hier wären einmal die beiden Shirts. Checkt Melis auf jeden Fall auch gerne ab und mit dem Rabattcode, weil ich bin ja natürlich nicht ich, wenn ich keinen Rabattcode für euch habe. Mit dem Rabattcode JAN10 gibt es auch dort 10%. Link in der Beschreibung, checkt die gerne ab. Haben wir noch viele coole andere Sachen, nicht nur diese Shirts. Und jetzt machen wir weiter mit den interessanten Sachen dieses Videos. Und zwar gab es nämlich einen Schuh. Der ist vor kurzem rausgekommen, beziehungsweise ja, schon seit 2-3 Monaten oder 1-2 Monaten, glaube ich,
Fand ich am Anfang ganz cool, dachte mir so, ja, aber nee, brauche ich irgendwie nicht, na, ist unnötig. War nach Release so bei 700-800 Euro, hätte ich easy für das Geld kaufen können. Ja, dann dachte ich mir, ja, nee, brauche ich nicht. Dann war ich in München bei dem Rare Fashion Opening. Grüße gehen auch raus an Albert, der mich da sehr, sehr krass geinfluenced hat. Ja, und habe diesen Schuh sehr, sehr oft gesehen und auch sehr, sehr oft sehr, sehr geil kombiniert gesehen und dachte mir, ich brauche diesen Schuh. Und seitdem ich in München war, habe ich den Schuh nicht mehr aus meinem Kopf bekommen. Ich brauche diesen Schuh, habe 1000 One-to-Buys gemacht, habe es in mehreren Gruppen gepostet, habe überall gesucht und habe ihn einfach nicht gefunden. Denn ihr müsst wissen, dieser wunderschöne Schuh hier, ja, viele können es jetzt vielleicht schon an der Box erkennen, ist ein Frauenschuh. Das heißt, ich brauche eine Women's 11,5, um eine EU 44 zu haben, die mir passt. Und eine Women's 11,5 ist erstens sehr, sehr selten zu finden, anstatt jetzt so eine 42, weil das ist irgendwie eine Women's 10 oder so. Und zweitens ist der auch leider in der Größe unglaublich teuer. Also wie gesagt, ich habe lange gesucht, ich habe auch ein paar gefunden, waren immer so bei 1300, 1400, ich glaube StockX Payout ist sogar 1300 oder 1200. Das heißt, ihr könnt den, wenn ihr den habt, sogar an StockX für glattet 1,2 oder 1,3 verkaufen. Deswegen habe ich sehr, sehr lange gesucht, weil ich habe es einfach nicht eingesehen, so viel Geld für den Schuh auszugeben. Habe jetzt im Endeffekt 900 gezahlt, ist auch noch sehr, sehr viel Geld, also müssen wir gar nicht überreden, ist unfassbar viel Geld, aber war mir einfach das Geld für diesen Schuh wert. Und jetzt würde ich sagen, scheiß auf labern, wir packen das ganze Ding jetzt mal aus. So, jetzt machen wir die Box einmal auf und dann hätten wir nämlich hier auch einmal den besagten wunderschönen Schuh. Wir hätten nämlich einmal den Air Jordan 4, also von Nike, X Off-White, ja, in diesem schönen Cream Colorway, der vor circa, ich weiß nicht, 2 Monaten rausgekommen ist circa. Und einfach ein unfassbar geiler Schuh. Box kann weg, wir hätten natürlich hier noch die ganzen Laces, wir hätten hier noch, ja, dieses Zip-Tie und so weiter, aber alles interessant, wir hätten hier nämlich einmal den Schuh. Ja, und was soll ich groß dazu sagen? Ihr kennt ihn alle, ihr habt ihn alle oft gesehen. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Aber es war einfach ein Grail für mich. Besonders Jordan 4 gerade mega, mega geil. Und da ich mir diesen Schuh gekauft habe, braucht ihr auch unbedingt ein paar coole Hosen, die zu dem Schuh sehr, sehr geil passen. Und deswegen kommen wir auch gleich direkt zu den Hosen rüber. Denn die, besonders wenn ihr Jordan 4er habt, sind alle mega, mega nice dazu. Und ja, das wäre der Schuh, ich bin mega glücklich. Endlich habe ich ihn, eine Women's 11,5, also eine EU 44. Passt perfekt. Und sieht, wie ich finde, einfach mega, mega geil aus. Besonders mit einer hellen Hose kommt der mega geil mit diesem, ja, Creamton. Und ja, das wär's zu meinem Grail. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet. Aber ich bin einfach geisteskrank, bin mega glücklich. Und freue mich übelst, den zu tragen, jetzt bei dem Wetter, gerade mit dem Regen. Bockt der nicht so krass. Ja, aber ich hoffe mal, in den nächsten Tagen wird auf jeden Fall auch mal gerockt. Ja. Mega geil. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu der wohl nachgefragtesten Hose, die ich je auf Instagram bei mir gesehen habe. Und zwar nämlich einmal diese schlichte, graue, beziehungsweise, ja, schwarz-graue Hose. Ich kann euch nämlich hier mal ein Bild einblenden. Das ist zum Beispiel mein letztes Instagram-Bild. Könnt ihr auch gerne abchecken und mal ein Like da lassen. Und da zum Beispiel die Hose an. Das war einfach todes nachgefragt, wer die Hose war. Auch in mehreren Stories davor schon haben immer alle gefragt, wer die Hose ist. Und ich wusste einfach nicht, wie die Hose heißt. Ich konnte euch sagen, ja, die ist von Titus. Habe ich ja auch im Düsseldorf Shopping Blog gekauft. Die war von Titus. Ich wusste nicht, wie die heißt. Mehrere haben mir irgendwelche Bilder geschickt, irgendwelche Links. Immer gefragt, ist das die? Ich immer so, yo, keine Ahnung, sorry. Und jetzt habe ich mir die Hose nämlich nochmal gekauft, weil ich nämlich eine so ein bisschen customizen wollte und eine clean lassen wollte. Deswegen habe ich mir die Hose nämlich nochmal gekauft. Und jetzt kann ich euch nämlich genau sagen, wie die Hose heißt. Und zwar ist das nämlich einmal die Titus Lena Jeans in einer Size 33, kostet 60 Euro. Ihr könnt es hier genau sehen. Und ich trage eine 33, ist halt wie gesagt diese, ja, Lena Jeans heißt die. Also die findet jetzt nicht unbedingt krass baggy, aber auch nicht skinny. Die hat einfach einen straighten Fit, finde ich, kommt sehr geil. Auf Air Force, auf Vierer und so weiter. Ist einfach eine schlichte Hose für 60 Euro mit guter Qualität. Könnt ihr nichts falsch machen und ich packe euch auch mal dazu den Link in die Beschreibung. Könnt ihr gerne abchecken, die Hose. Und ja, jetzt ist die Frage auch geklärt. Das ist die Titus Jena Jeans, wo ich mit 1,82 eine 33 trage. Und ich bin mega zufrieden mit der. Checkt die auf jeden Fall gerne ab. Auch das hier war eine Hose, wo sehr, sehr viele auf Instagram gefragt hat. Und zwar war das hier nämlich einfach für mich so eine Probehose. Ich möchte nämlich mit einer gewissen Hose genau dieses Custom Design machen. Wollte es aber halt erst in einer anderen Hose probieren, die ich eh nicht mehr trage. Und deswegen habe ich es an der hier probiert. Das ist auch so eine Titus Jeans, einfach in so einem hellen Blau. Die heißt, lass mich kurz gucken, die heißt Taper Fit Denim, ja, auch eine Size 33 dort genommen, kostet glaube ich auch 60 Euro. Und ja, da habe ich erstmal alles probiert, ihr könnt sehen, ich habe so ein bisschen Farbe drauf gemacht, wenn man es erkennen kann. Die Farbe ist leider in der Waschmaschine komplett ausgeblichen, ich kann euch hier mal ein Bild einblenden, wie die Farbe eigentlich aussah. Ich wollte halt genau dieselbe Farbe wie auch der Vierer hat, habe ich auch hinbekommen. Nur halt in der Wäsche, ihr könnt sehen, es ist halt komplett rausgewaschen. Unten habe ich das alles noch so ein bisschen ripped gemacht und so ein bisschen aufgemacht, fand ich, sieht auch sehr geil aus.
Und wie gesagt, das Ganze wird an der richtigen Hose auch noch alles probiert. Und da kann ich auch, wenn ihr wollt, gerne ein Video zu machen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr ein Video dazu wollt, wie ich das alles mache. Lasst mich das auf jeden Fall gerne wissen, dann kommt da auch ein Video zu. Und ja, das wäre einmal die Hose, die ich gecustomized habe, weil da auch sehr, sehr viele nachgefragt haben. Kommen wir dann zur letzten Hose. Und zwar wäre es nämlich einmal diese hier, wo auch die Nachfrage sehr hoch war. Wobei die Hose, glaube ich, sehr, sehr viele kennen. Und zwar ist es nämlich eine Levi's 502. Ja, so sieht die aus. So einen sehr, sehr coolen, ja, Wash Blue, würde ich sagen. So ein bisschen ausgewaschen. Kommt auch sehr geil auf die Vierer. Ich kann euch nämlich hier mal ein Fitpick einsetzen. Finde ich sehr, sehr geil. Dort eine Size 33 weit und eine 32 Länge genommen. Ja, wie gesagt, 1,82 groß. Hab dort gezahlt im Outlet in Roermond, ich glaube 60 Euro anstatt 120 Euro, oder wie viel die auch sonst mal kostet, oder 100 Euro irgendwie so. Ich habe, glaube ich, 60, 70 Euro gezahlt. Kann man nichts mit falsch machen. Levi's Jeans, gute Qualität. Und ja, 502 könnt ihr auch gerne abchecken. Mega geile Hose. So, Freunde, das wäre es dann auch mit diesem Video gewesen und mit meinen, ja, nicht latest Pickups, aber mit meinen Einkäufen, die ihr noch nicht gesehen habt. Unter anderem meinen Grail, wo ich mega hype bin, den endlich zu haben. Ein paar Hosen und ein paar andere Sachen. Deswegen, Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Folgt mir gerne auf Instagram für wilde Fitpicks mit diesem wunderschönen Schuh. Und wir sehen uns dann bald beim Peso Life Cops Unboxing Video. Und keine Sorge, da auch die Nachfrage da geisteskrank hoch ist. Ja, ein zweiter Teil zu den besten Hoodies Video kommt. Und ein Video zu den besten Winterjacken kommt auch. Deswegen keine Sorge, Freunde, ich versorge euch da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, ciao.